Hallo, da bin ich wieder, eure Sabine Blumenthal. Heute geht es um den Bau und die Funktion des Ohres. Neben den Augen sind auch unsere Ohren sehr wichtig für uns, um Reize aus der Umwelt aufzunehmen. Sie dienen dem Gehörsinn und dem Gleichgewichtssinn als Sinnesorgan. In diesem Video soll es aber zunächst nur um den Bau des Ohres und die Funktion seiner einzelnen Teile gehen. Du lernst also heute, wie unser Ohr im Einzelnen aufgebaut ist und welche Funktion die einzelnen Bauteile haben. Als Voraussetzung solltest du unsere Sinne und die Sinnesorgane bereits kennen. Beginnen wir also mit dem Aufbau des Ohres. Du siehst hier die schematische Darstellung eines Ohres. Wie du siehst, ist die Ohrmuschel nur ein Teil des Ohres. Gut geschützt liegen andere Teile des Ohres im knöchernen Schädel. Die Ohrmuschel und der etwa 3 cm lange. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com